weiß, dass er nur darauf brennt, Abenteuer zu bestehen. Ins Zentrum unserer Erde oder auf den Grund der Meere wollen wir mit ihm gehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt führt er uns, unser Held. Dort gibt es viel für uns zu sehen. Geheime Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Er taucht hinab zum Meeresgrund, bis an der Hölle Schlund beweist uns seine Theorie. Und zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt. Zu bestehen ist unser Glück. Sticht Willi Fork in See, dann sind wir dabei. Juchhe! Und keiner bleibt zurück. Wir reisen in manch fernes Land, das uns bisher war unbekannt. Keinen von uns hält es zu Haus, wenn er sagt: Kommt, Freunde, wir ziehen in die weite Welt. Unser Held, dort gibt es viel für uns zu sehen. Geheime Wunder der Natur enthüllt er uns, damit wir sie verstehen. Bis zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt und auf den Grund der See. Zum Mittelpunkt der Welt, zum Mittelpunkt der Welt wollen wir mit ihm gehen. Tikus erste Liebe. Das geheimnisvolle Seeungeheuer, nach dem wir auf der Suche waren, entpuppte sich als ein Unterseeboot mit dem Namen Nautilus. Das Kommando führte Kapitän Nemo. Wir waren seine Gefangenen. Die technischen Möglichkeiten dieses Unterseebootes waren einfach unglaublich. Man konnte sogar auf dem Meeresgrund einen Spaziergang machen, obwohl so etwas nicht ungefährlich war. Und die ganze Zeit suchte Ned, unser Harpunier, nach einer Möglichkeit zu fliehen. Wir hatten mit der Nautilus schon 3000 Meilen zurückgelegt, den größten Teil davon unter Wasser. Aber manchmal zwang uns Kapitän Nemos Kurs dazu, doch kurz aufzutauchen. Da sind Sie, Gentlemen, 10 Grad Steuerbord voraus. Aha. Unsere Reise verläuft genau nach Plan, meine Herren. Wir wechseln jetzt bald vom Pazifischen Ozean in den Indischen Ozean. Dadurch. Durch die Torresstraße, Kapitän Nemo? Das ist unser Kurs, Mr. Fork. Mon Dieu, das sieht aber ganz schön gefährlich aus. Es kann etwas schwierig werden, aber ich fürchte, dass wir keine andere Wahl haben. Es gibt keinen anderen Weg, meine Liebe. Wir müssen umkehren, sonst finden wir uns alle auf dem Meeresgrund wieder. Ich glaube kaum, dass Captain Nemo noch dazu bereit ist, mit der Nautilus umzukehren. Nein. Verfluchter Willi Fock! Sobald ich Gelegenheit dazu habe, werde ich von hier fliehen und mich dann an Ihnen und Kapitän Nemo rächen. Ich werde euch schon zeigen, was es heißt, mich zu demütigen. Hä? Hä? Was ist denn das für ein Fraß, Sam? Mir ist es egal, ob es Ihnen passt. Seien Sie froh, dass Sie überhaupt was bekommen. Bäh, bäh. Wisst ihr, was ich denke? Das kannst du gern für dich behalten, du mieser, krummschwänziger Straßenköter. Ich hab nicht mit dir geredet, Muskelpaket, sondern mit meinen lieben alten Freunden Oliver und Sam. Die Nautilus braucht einen neuen Kapitän. Lasst uns meutern und das Kommando übernehmen. Sie sind wohl vollkommen wahnsinnig geworden. Wir würden Captain Nemo niemals verraten. Hör zu, Sam. Wir könnten uns die Goldbarren schnappen und von hier verschwinden. Ich würde doch Captain Nemo nie bestehen. Das machen wir nicht mit. Niemals. Was ist mit dir, Ned? Du willst doch immer von hier abhauen. Wenn du mir hilfst, die Nautilus zu übernehmen, werde ich dich wann und wo du willst freilassen. Na, wie gefällt dir der Vorschlag? Nein, niemals, du Schuft. Ich werde doch so einem Halunken wie dir nicht helfen. Also, keiner von euch Waschlappen will mir helfen, ja? Wer schmeißt denn hier? Das ist die Tochter! Das ist meine Schuld. Gehen wir unter? Ich hoffe nicht!
Moment, was tun Sie denn? Pass auf, er darf uns nicht entkommen! Oh nein, er ist uns entwischt. Was hat der Kerl uns hier drin eingesperrt? Ich fasse es einfach nicht. Jetzt sind wir drei seine Gefangenen. Halten Sie sich alle gut fest! Keine Sorge, meine Liebe. Jetzt heißt es sich sehr gut festhalten. Wir erreichen gleich die gefährlichste Stelle dieser Enge. Das ist die gefährlichste und feuchteste Stelle, würde ich sagen. Und die kälteste. Ich glaube, wir sind auf Grund gelaufen, Kapitän Nemo. Ich muss sofort ein Notmanöver anordnen, um uns von den Steinen zu befreien. Die Nautilus ist noch nie zuvor auf Grund gelaufen. Ich fürchte, dass wir auf dem Felsen unter uns festsitzen, meine Freunde. Siehst du, jetzt sind wir sowas wie ein saftiges Bootsschaschlik. Oh, mon Dieu. Was ist denn los, Landratte? Wird es dir etwa doch zu gefährlich? Hey, Rigodon, ich glaube, ich muss dir was sagen. Der Sergeant ist ausgebrochen. Sergeant, ich befehle Ihnen, sich sofort ins Gefängnis zu begeben. Rigodon, ich glaube, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Philipp? Es wird alles gut, meine Liebe. Sergeant, lassen Sie Tico sofort los. Damit kommen Sie niemals durch. Gehen Sie mir aus dem Weg, Mr. Fogg. Mr. Fogg, reizen Sie ihn nicht noch mehr. Er drückt sonst immer fester zu. Wenn Sie wollen, dass Ihr kleiner Freund am Leben bleibt, dann bringen Sie ein Beiboot mit Proviant zu Wasser. Ich verlasse die Nautilus sofort. Bitte tun Sie, was er sagt, Kapitän Nemo. Wir dürfen das Leben unseres kleinen Freundes nicht noch mehr in Gefahr bringen. Oh, Mann, geben Sie ihm das Boot, Kapitän. Wir müssen Ticos Leben retten. Was ihr auch vorhabt zu tun, ich hoffe, ihr beeilt euch ein bisschen. Sie haben die Wahl, Kapitän Nemo. Geben Sie mir ein Boot oder die Minigarnele gab's einmal. Wenn Sie versprechen, Tico freizulassen, werde ich Ihnen ein Boot geben, Sie Meuterer. Hier spricht der Kapitän, sofort ein Beiboot mit Proviant für 7 Tage zu Wasser lassen. Ei, ei, Captain. Hören Sie mir zu, Sergeant. Wenn Sie Tico jetzt freilassen, haben Sie mein Wort, dass wir Ihnen nicht folgen. Keine Chance, Fogg. Tico kommt mit mir. Sergeant, können Sie bitte das Drücken und Quetschen unterlassen? Ich bin doch nicht das Gummi. Okay, Zwerg, wir werden jetzt springen. Das Boot ist gleich fertig. Sieht ja gar nicht so übel aus. Immerhin haben wir genügend zu essen auf dem Boot. Ich muss mich jetzt leider von euch verabschieden. Oh, mon Dieu! Oh, Tico! Macht's gut, ihr Trottel! Wiedersehen, Rigodon! Wiedersehen, meine Freunde! Es war schön, euch kennenzulernen! Der arme Tico! Was wird wohl aus ihm werden? Oh, mon Dieu, Mr. Fogg, wir müssen etwas tun, um Tico zu helfen. Bleib ruhig, Rigodon. Ich verspreche dir, dass wir Tico aus den Fängen dieses Schurken befreien werden. Hey, dieser Platz ist ja paradiesisch. Aber ich habe schon wieder Hunger. Können wir nicht was essen, Sarge? Halt deine Klappe, okay? Kein Grund, mich gleich anzuschnauzen. Ich habe ja nur gefragt, was wir auf dieser wunderschönen Insel anfangen werden. Ich habe vor, meinen Rachefeldzug gegen Kapitän Nemo hier vorzubereiten. Ah, hey, was war das? Wir werden angegriffen. Sieh mal da drüben. Eingeborene! Ich hab gedacht, diese Insel wäre unbewohnt. Sie haben sich die falsche Insel ausgesucht. Sie sehen nicht gerade friedlich aus. Das wird Sie zur Ruhe bringen. Sie haben sowas noch nie gehört. Das ist jedenfalls einen Versuch wert. Die scheint sich von ihrer Pfeife nicht beeindrucken zu lassen, Sergeant. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man das macht. Das habe ich mal im Zirkus gelernt. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem Möchtegern-Pfeifer. Ha, das hat sie aber auch nicht sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass Ihnen bald etwas einfällt, Sergeant. Es war doch Ihre Idee, ausgerechnet auf dieser blöden Insel anzulegen. Von diesem eingeborenen Geschrei bekomme ich noch Kopfschmerzen. Wird Zeit, dass ich den Burschen zeige, wer hier der Boss ist. Ja, zeigen Sie denen, wer hier der Boss ist.
Das wird hoffentlich reichen. Okay, um Ihnen zu zeigen, dass wir es ernst meinen, werde ich zur Abschreckung nochmal pfeifen. Haha, denen habe ich's gezeigt. Komm schon, steh auf! Hört auf, euch zu verbeugen und zeigt mir jetzt euer Dorf. Ich bin ab jetzt euer neuer Häuptling, kapiert? Hey, Sergeant, und was ist mit mir? Ich habe Ihnen doch geholfen, die Jungs zu zähmen. Du bist noch immer mein Gefangener. Wenn Sie weiter so eklig sind, helfe ich Ihnen das nächste Mal nicht mehr. Vorwärts, du Knochengesicht, und keine Korrekturen, sonst blase ich dir eine Kugel durch die Birne. Wir haben folgendes Problem bei der Herrschaften. Die Maschinen der Nautilus erzeugen nicht genug Schubkraft, um von den Steinen loszukommen. Aber was werden Sie unternehmen, Kapitän Nemo? Wir können doch nicht für ewig hierbleiben. Vielleicht bitten wir ein vorbeifahrendes Schiff, uns zu helfen. Nein, niemals. Im Moment sind Sie die Einzigen der Außenwelt, die von der Existenz der Nautilus wissen. Und ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt, Professor Aronnax. Es muss doch eine Möglichkeit geben, von diesen Steinen loszukommen. Ich glaube, es gibt eine. Was? Die Flut, meine Freunde, wir haben die Flut nicht in Betracht gezogen. Morgen haben wir Vollmond und ich schätze, dass durch die Flut das Wasser ungefähr 1,5 Meter ansteigen wird. Sie haben recht, Mr. Fogg, bei Vollmond steigt das Wasser und die Nautilus wird dadurch über das Korallenriff gehoben. Ja, genau, Kapitän, aber vorher müssen wir noch unseren kleinen Freund Tico befreien. Ich kann es kaum erwarten, diesen windigen Betrüger endlich zu erwischen. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, um Tico zu helfen. Sagen Sie uns, was Sie wissen, Mr. Fogg. Ich bin sicher, dass Sie nicht sehr weit gekommen sind. Sie mussten gegen die Strömung rudern und ich glaube, Sie haben Kurs auf diese Insel hier genommen. Laut meiner Karten ist diese Insel unbewohnt. Aber es gibt hier kriegerische Eingeborenenstämme, nicht wahr? Das stimmt. Ich glaube, es könnte Komplikationen geben. Ich habe keine Angst vor Eingeborenen, Mr. Fogg. Die sollen nur kommen. Die Zeit drängt. Wir werden einen Suchtrupp zusammenstellen. Wir müssen Tico so schnell wie möglich befreien. Haben wir Ihre Erlaubnis, Kapitän? Na schön, Sie dürfen Ihren Freund befreien. Aber ich verlasse mich auf Ihr Ehrenwort, dass Sie zu Nautilus zurückkehren. Hier spricht Kapitän Nemo. Halten Sie ein Beiboot mit 2 bewaffneten Männern bereit. Es wird so schnell wie möglich zu einer Rettungsmission auslaufen. Ei, ei, Captain Nemo. Viel Glück, Liebling. Rettet Tico und kommt alle gesund zurück. Keine Sorge, mein Schatz. Wir sind bestimmt bald wieder zurück. Retten Sie Tico für mich, Mr. Fogg. Oh, mon Dieu, hoffentlich lebt er noch. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen des Gefangenen, Kapitän. Ich bringe ihn zurück. Er wird vor ein ordentliches Gericht gestellt und wenn ich ihn an seinen Haaren dorthin schleppen muss... Ich verlass mich darauf, ne? Ja, Erfolg dabei! Schatz. Da liegt Ihr Beiboot. Ich wusste, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir nur noch die Insel absuchen und Sie ausfindig machen. Worauf warten wir dann noch? Gehen wir los und schnappen wir sie uns. Hör zu, Ned, wir müssen zusammenbleiben und vorsichtig sein. Ticos Leben ist vielleicht in großer Gefahr. Ich glaube, es ist am besten, wenn die 2 Wachen hier bei den Booten bleiben. In Ordnung, Mr. Fogg, aber rufen Sie uns, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich verstehe Sie ja, aber ich möchte endlich etwas unternehmen. Also dann los, Ned. Bleiben Sie ganz dicht hinter mir. Wir durchkämmen die ganze Insel. In Ordnung. Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt laufen wir schon über 1 Stunde im Kreis herum und haben immer noch keine Spur von Ihnen gefunden, Mr. Fogg. Das ist wirklich sonderbar, Ned. Aber Sie müssen irgendwo sein. Wenn Sie die Insel verlassen wollen, brauchen Sie das Beiboot. Und das haben wir am Strand gefunden. Ich glaube, wir verschwenden hier bloß unsere Zeit. Rudern wir lieber zur Nautilus zurück. Einverstanden, Ned. Sie scheinen vom Erdboden verschwunden zu sein. Hören Sie das? Das war Ticos Stimme. Sie kam aus dieser Richtung. Das haben wir gleich, Mr. Fogg. Ich sehe nach und werde der Sache mal auf den Grund gehen. Sieh mal einer an, das ist ja kaum zu fassen. Wenn Rigor dann mich jetzt sehen könnte. Hey, Sergeant, daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Das hier Unterseeboot. Wir greifen Boot an. In Boot sein Gold, sehr, sehr viel Gold. Wir uns nehmen viele, viele Gold, verstanden? Nehmen Gold, nehmen Gold. Und Nemo? Ist jetzt alles klar? Wir töten Nemo.
Dieser miese kleine Pirat will Kapitän Nemo umbringen lassen. Wenn ich den zu fassen kriege, werfe ich ihn den Haien vor. Nicht aufregen. Zuerst müssen wir daran denken, wie wir Tico am besten befreien. Dann können Sie mit dem anderen machen, was Sie wollen. Okay? Mit dieser Kriegsbemalung werde ich furchterregend aussehen. Ich will, dass Kapitän Nemo ordentlich Fracksausen bekommt, wenn wir sein Boot angreifen. Hey, was soll das denn werden? Oh, ich träume wahrscheinlich noch. So ein hübsches Mädchen habe ich noch nie gesehen. Nein, das ist gar kein Traum. Das Mädchen ist wirklich echt. Meine Knie werden weich. Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal im Leben richtig verliebt. Onga Monga. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es klingt niedlich. Das Mädchen ist gerade dabei, Tico um den Finger zu wickeln. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er ihr einen Heiratsantrag macht. Keine Sorge, ich glaube nicht, dass Tico im Moment ans Heiraten denkt. Hallo Süße, ich heiße Tico und wie heißt du? Onga Monga. Onga Monga, ein schöner Name. Du kannst mich den ganzen Tag anmalen, wenn du willst. Mir gefällt das. Umba, hula, walla, walla, umba, hula, walla, walla. Kapitän Nemo wird aber Augen machen, wenn er meine Jungs sieht. Dieser Verräter hat doch tatsächlich die Eingeborenen auf den Kriegspfad geschickt. Kommen Sie nicht her. Wir haben genug gesehen. Wir müssen zurück zu Nautilus und Kapitän Nemo warnen. Ich nehme an, dass die bald angreifen werden. Was ist mit Tico? Wir können ihn doch nicht einfach hier zurücklassen, Mr. Fogg. Tico wird es schon schaffen. Er ist im Moment nicht in Gefahr. Außerdem glaube ich nicht, dass er gerade jetzt gestört werden will. Wir holen ihn ab, nachdem wir Kapitän Nemo gewarnt haben. Rudern Sie so schnell Sie können. Wir müssen die Besatzung der Nautilus unverzüglich informieren. Hey Romeo, du wirst mit mir auf dem Floß sitzen. Solange du bei mir bist, wird sich niemand trauen, auf mich zu schießen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich lieber hier bleiben. Ich werde so lange das Lagerfeuer für Sie hüten. Onga. Tu, was ich sage und geh auf das Floß. Wir erteilen Nemo jetzt eine Lektion. Mach schon, du Winzling. Ja, ja, ja. Onga, Monga. Ich könnte das ewig hören. Es ist kaum zu glauben. Da verliebe ich mich zum ersten Mal unsterblich und muss sofort in den Krieg ziehen. Onga, Monga. Los! Noch keine Spur von Ihnen. Da ist nichts. Sie sind auf dem Weg, Kapitän Nemo. Glauben Sie mir, der Sergeant will sich unbedingt an Ihnen rächen. Oh, ich hoffe nur, dass Tico da nicht mit hineingezogen wird. Es ist Wahnsinn, die Nautilus anzugreifen. Unsere Raketen werden ihre Nussschalen in Stücke reißen. Sehen Sie doch da drüben, was ist das? Eingeborene, ich habe noch nie so viele gesehen. Sie rudern auf uns zu. Sie hatten recht, Mr. Fogg. Wir müssen uns auf einen Angriff vorbereiten. Sie sehen furchterregend aus. Seht ihr die Kriegsbemalung auf Ihren Gesichtern? Oh, mon Dieu. Hoffentlich haben diese Horrorgestalten Tico nichts angetan, Professor. Schneller, schneller! Nemo! Tico! Und Willy Fogg? Richtig, mein Freund. Damit will ich nichts zu tun haben, aber ich will sofort zurück zu diesem wunderschönen Mädchen. Sie wartet auf mich. Ich möchte sie auf die Nautilus mitnehmen. Ist das etwa zu viel verlangt? Humba, Humba! Könnt ihr nicht mit diesem blödsinnigen Geschrei aufhören? Humba, 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 Achtung, alle Stationen, fertig machen zum Tauchen! Humba, 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 Was bilden sich diese Knochengesichter ein? Die trauen sich wirklich, Speere nach mir zu werfen. Haltet euch bereit, Männer. Fertig machen zum Feuern.
Oh, mon Dieu, warten Sie, Kapitän Nemo, lassen Sie nicht schießen. Tico befindet sich noch unter den Eingeborenen. Rigodon, lass dir bloß schnell irgendwas einfallen, sonst end ich noch als Fass mit 1000 Löchern im Bauch. Tu doch was, Rigodon, Hilfe! Sollen wir das Feuer wirklich eröffnen, Captain? Bitte erteilen Sie diesen Befehl nicht, Kapitän. Der arme Tico wird noch umkommen. Kapitän Nemo, es gibt keine Veranlassung, das Feuer zu eröffnen. Ich weiß, wie wir Tico befreien und gleichzeitig den Sergeant mitsamt den Eingeborenen wieder dorthin schicken können, wo sie hingehören. Was würden Sie an meiner Stelle tun, Mr. Fogg? Ich würde vorschlagen, dass Sie die Nautilus zum Tauchen vorbereiten. In wenigen Minuten setzt die Flut ein und dann wird mein Plan funktionieren, Kapitän. In Ordnung, Mr. Fogg, Sie sind ein Gentleman und ich respektiere Sie. Ich weiß, dass Sie Ihre Freunde nie im Stich lassen. Oliver, Sie werden sofort alles zum Tauchen vorbereiten. Ei, ei, Captain, wird erledigt. Oh, mon Dieu, was haben Sie denn bloß vor, Monsieur Fogg? Vertrau mir, Rigodon, wir retten Tico schon. Ich will nicht abtauchen. Ich werde mir diesen Bastard schnappen und ihn zu Fischfutter verarbeiten. Tun wir, was Mr. Fogg vorschlägt und gehen wir nach unten. Unter Deck ist es viel sicherer. Nicht mal richtig werfen können, diese Kannibalen. Nein, wir dürfen auf keinen Fall an Bord gehen. Genau das erwartet Nemo. Doch es ist ein Trick. Er will uns reinlegen. Wir müssen sofort zur Insel zurückkehren. Na, endlich sehen Sie es ein. Wir müssen zurück. Dort wartet ein Mädchen auf mich. Überredet, ich gehe an Bord. Aber ich warne euch, Nemo hat was vor. Mit dem ist nicht zu spaßen. Ui, hoppala. Das gefällt mir aber gar nicht. Ich hab doch gesagt, das ist ein Trick. Hey, Rigodon, mach schon auf und lass mich rein. Ich bin's, Tico. Hey, komm sofort zurück. Ich wusste es. Ich wusste, dass es ein Trick ist, Nemo. Fuck! Kommt raus und kämpft mit uns, ihr Feiglinge. Habt ihr verstanden? Kommt raus. Ich bin's. Kommt raus und kämpft. Mr. Fogg, ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder bewegen. Ja, das trifft zu. Durch die Flut haben wir uns vom Riff gelöst. Die Nautilus kann wieder ungehindert ihren Weg fortsetzen, Tico. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Fogg. Ihr Plan hat perfekt funktioniert. Danke, Kapitän Nemo. Sie können jetzt die Maschinen wieder starten. Wir sind bereit. Alle Maschinen, volle Kraft. Wir tauchen. Können wir nicht noch mal drüber reden? Es tut mir leid, bitte. Fress mich nicht auf. Ich schmecke nicht gut. Ich bin bestimmt ungenießbar. Sergeant Pat bekommt sicher, was er verdient hat. Es war wirklich ein sehr aufregender Tag, meine Herren. Ja, Kapitän, ich bin sicher, Tico wird diesen Tag auch nicht vergessen. Es ist schön, dass du wieder an Bord bist, Tico. Ich habe schon gedacht, ich würde dich nie wiedersehen. Du hättest sie sehen sollen, Rigodon. Sie war wunderschön und wir fühlten die wahre Liebe. Doch jetzt kann ich nur noch von ihr träumen. Das Leben an Bord der Nautilus ist voller Überraschungen, manchmal auch negativer. Doch Tico und ich versuchen, die gute Laune zu behalten. Als wir an die Küste von Ceylon kommen, beobachten wir Perlentaucher auf der Suche nach den wertvollen Perlen. Das ist ein äußerst gefährlicher Beruf. Sie werden nicht nur tyrannisiert, sondern das Gebiet, in dem sie tauchen, wird auch oft von Haien aufgesucht. Werden Professor Aronnax und Monsieur Fogg den Angriff einer dieser Bestien überleben?